sondern auch bei Pokémon. Level 40 Pokémon hier, ne? Ja, so ist es. Abgesehen von. Alles 40er. Alles 40er. Halt dein Maul, Mann. Ich will irgendwann klatschen, wenn ich beide mache. Wie viele Legendary Pokémon? Wie viele Pokémon sind wir jetzt hier? Alles. Alle außer. Alle außer. Daniel, er ist 39,5. Ich bin fast 39. Fast 39. Läuft die Kamera? Ich glaube schon. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Vorhin das Video hochgeladen. Ein chilliger Pokerabend mit den Leuten. Falls ihr das noch nicht angeschaut habt, schaut das noch an. War echt eine lustige Runde. Und das war echt zufällig, dass fast jeder da Level 40 ist. Dementsprechend jetzt ein Video dazu, bisschen was über Level 40 und keine Ahnung, die Gruppe und Levelerweiterung und sowas. Also wie viele waren wir dort? Ich weiß es gerade gar nicht. Es gab drei Spieler, die waren nicht Level 40, das war leider Tati. Tati, tut mir leid. Aber der ist 39 auf dem Weg zu Level 40. Das war Sigi, der ist 39,5. Seine Frau ist bereits Level 40, die war auch dabei, die Sylvie. Und Bombard, der ist jetzt vor kurzem Level 39 geworden, also der wird es auch demnächst schaffen, also. Also echt eine klasse Gruppe. Und Moment, ich blende hier mal die Liste ein. Oder allgemein habe ich schon die Liste hier eingeblendet. Seht ihr, wir haben eine krasse Competition unter uns. Und das ist auch einer der Gründe, wieso man immer am Ball bleibt. Und wieso man, obwohl man schon Level 40 erreicht hat, oder zumindest ein paar von uns, obwohl wir schon Level 40 erreicht haben, immer noch so hart weiterzocken. Weil es halt eben diese interne Competition untereinander gibt und die ganzen Konkurrenten. Ihr habt es auch gesehen im Video. Jeder musste mit jedem ein paar Punkte vergleichen. Und schauen wir uns mal erstmal die Level 40 an. Also da unten könnt ihr noch ein paar Level 39er sehen. Demnächst müssen da auch ein paar aufsteigen. Ich tippe mal auf Sigi, blau. Und hier Level 40 können wir mal kurz durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 45, 36, 37. Ein paar, die sich nicht gemeldet haben, wahrscheinlich sagen wir fast die um die 40 Leute, die Level 40 sind. Passt eigentlich ganz gut, 40 Level 40er. Auf jeden Fall echt krass. Und in unserer Gruppe ist das halt echt nichts Außergewöhnliches mehr. Und es hängt natürlich immer vom Umfeld ab und wie krass das eigene Umfeld ist. Dementsprechend alles immer, muss man immer in Relation mit den anderen vergleichen. Oder nicht vergleichen, genau das ist ja das Problem. Man kann sich nicht mit den anderen vergleichen. Man muss es immer in Relation sehen. Ist klar, dass für viele von euch ich ziemlich krass bin, ziemlich süchtig. Aber in Relation zu der Gruppe bin ich halt irgendwo in der Mitte. Das muss man sich halt natürlich, vor Augen halten. Ich versuche da krampfhaft noch in den Top 5 zu bleiben. Also ich gebe mein Bestes, damit ich gerade so mal auf Platz 5 bin. Hier könnt ihr schon sehen, über 40 Millionen. Und da müsste eigentlich noch zwei Personen draufstehen. Aber alles undercover. Und momentan bin ich Platz 4, dank dem Event. Das habe ich gut ausgenutzt und einer meiner Rivalen, der hat zu der Zeit nur Raids gemacht. Und da konnte ich jetzt 1,5 Millionen Vorsprung aufbauen, aber die sind so schnell weg. Ich habe jetzt die Woche kaum gespielt, während er den ganzen Tag, also nicht den ganzen Tag, aber jeden Tag nach der Arbeit Raids gemacht hat. Und ein Raid bringt halt 10.000 Punkte. Und vielleicht hat er die auch mit Glücksrad gemacht, also die 1 Million müsste jetzt eigentlich die Woche, auf jeden Fall nächste Woche direkt wieder weg sein. Auf jeden Fall die Competition untereinander richtig geil und ist auch, wie gesagt, der Hauptgrund, wieso man noch so motiviert ist, zumindest ich. Aber außerhalb der Gruppe habe ich bemerkt, es ist halt gar nicht normal, Level 40 zu sein. Wenn ich zum Beispiel ein paar Raids mache außerhalb, also nicht mit den Leuten zum Beispiel, dann kommt öfters die Frage, wer ist eigentlich dieser Level 40er? Und dann muss ich mich halt melden. Und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass bald Level-Erweiterung, Erhöhung kommt. Obwohl jetzt die letzten drei Events krass zum Leveln waren. Vor allem das letzte mit dem Werfen und jetzt dann mit Doppel-Alles.
Ich kenne viele, die sind jetzt aufgestiegen, zum Beispiel auf 38 oder jetzt auch die letzten auf Level 40. Aber die weite, breite Masse ist immer noch, boah, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht Level 40. Das ist immer noch nur ein kleiner Teil, obwohl in unserer Gruppe halt das echt die Mehrzahl ist. Aber wie gesagt, das muss man alles in Relation mit den anderen betrachten und mit den ganzen Umständen. Ist auch nicht das Ziel von jedem, auf Level 40 zu kommen oder zumindest nicht so schnell. Irgendwann wird eh jeder Level 40, keine Sorge. Und es hat auch nicht jeder Bock auf diese Competition, so wie wir. Aber ich finde es halt am geilsten. Aber für das Video war es das jetzt. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr Level 40 seid, wie viele Level 40er ihr kennt oder ob euer Ziel es ist, demnächst Level 40 zu werden. Und wie gesagt, schaut euch das andere Video an. Ich bin heute in Prag. Also noch bin ich nicht, aber wenn ihr das Video hier seht, bin ich noch in Prag. Oder komme wahrscheinlich gerade erst zurück. Mal schauen, was ich da in Prag gedreht habe. Aber ansonsten, wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.